Und dann Moinsen zum Steinenflock gegen Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, Herr Stark, dass das Spiel heute im Wetter wieder gespiegelt wird. Und da sind wir zurück und wir haben tatsächlich gewonnen. Und dann Moinsen zum Steinenflock gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, letztes Spiel war Augsburg. Hahaha, rede ich nicht mehr drüber. Das war ziemlich die schlechteste Leistung von VfB, die ich jemals gesehen habe. Sogar Stecklas in der Abstiegssaison. Ja, unser Gegner Gladbach ist echt ordentlich. Also bei denen geht's ja auch noch um was in Richtung Europa. Champions League glaubt nicht mehr wirklich, aber auf jeden Fall da oben sind sie mit dabei. Also der Außenstehende ein eindeutiger Sieg, 0-3 für Gladbach oder sowas. Und Prognose kann ich mir langsam aussparen. Also ich befinde mich jetzt hier gerade, ich nehme es gerade auf, da haben wir, glaube ich, 65. Minute gerade in der Konferenz oben. Schalke führt 3-1 in Dortmund und Hannover führt gegen Mainz. Aber war ja wieder so klar, dass natürlich Schalke ums Verrecken in Dortmund gewinnen muss. Ist noch nicht vorbei, klar. Wir kennen ja auch das 4-4 noch. Das ist noch lange nicht vorbei. Noch 25 Minuten. Vielleicht tut sie da noch was, bis ich dann ins Stadion fahre. Aber Stand jetzt ist Schalke sowieso durch genug um Platz 16 und diese charakterlose Drecksgruppe vom VfB zurzeit wird sowieso einen anderen Auftritt hinlegen, weil das in Augsburg war nur gegen Trainer spielen, nichts anderes. Da ist denen der Verein scheißegal, da sind sie ihre Egos. Ich habe keinen Bock mehr auf den Trainer. Ach, wir sind Platz 16, egal. Augsburg, ach scheißegal, ob der Trainer ist weg, wir spielen jetzt mal einfach so, als wären wir nicht anwesend. Frechheit des Jahrhunderts, aber es ist leider der Fußball. Da fliegen halt andere Verantwortliche, da fliegen dann Trainer, Manager und alle raus, weil ein Elf-Mann-Team kannst du nicht ersetzen. Das heißt, die sitzen immer am längeren Hebel und es ist einfach nur zum Kotzen. Kann gut sein, dass jetzt nach dem Schalke sowieso 3-1 jetzt hier gewinnt oder das Ding vermutlich jetzt Stand jetzt heimfahren wird, dass wir jetzt einfach sowieso sagen, na gut, ja, Platz 16, Platz 15 schaffen wir jetzt eh nicht mehr, jetzt lassen wir es lasch angehen, brauchen noch ein, zwei Punkte, nur für die sowieso alles, im Endeffekt landen wir auf Platz 17, weil jetzt wieder einen weiteren Spannungsabfall haben. Bin ja gespannt, Kurve heute Abend hat schon angekündigt, ihr müsst euch eure Kurve verdienen. Wird wahrscheinlich auch so ein Banner kommen quasi. Wird auch wieder ein geiles Bild bestimmt. Ihr müsst eure Kurve verdienen. Ihr müsst Leistung zeigen. Und dann macht quasi der Typ, der da mit dem Rücken zur Wand steht, mit dem Rücken zum Spielfeld steht, die Anweisungen erst mit Fangesängen. Also es könnte eine richtig komische, ruhige und gruselige Stimmung werden. Das hat man schon mal mit dem Boykott, als eine ganze erste Halbzeit lang nichts lief. Keine Stimmung kam. Ich weiß nicht, wen das war, aber das war mit das Schlimmste. Fußballstimmung ist einfach nicht machbar. VfB kann es eh nichts tippen. Also entweder, woraus hinauslaufen wird, wahrscheinlich kämpferisch ansprechendere Leistung. Und wir verlieren ganz knapp 1-2 oder so 0-1 gegen Gladbach. Ich glaube nicht, dass wir uns abschießen werden. Ich glaube nicht, dass wir uns hier irgendwie mit Ruhm bekleckern werden. Keine Ahnung. Tipp trotzdem mal, ist mir scheißegal mittlerweile. Mit VfB muss ich auf irgendwas Abgefahrenes tippen. Und das Einzige, was uns hilft, und daran muss ich glauben, dieser Optimismus ist jetzt trotzdem wieder da. Weiß Gott warum. Es ist einfach dieses Fansein wahrscheinlich seit eh und je. Wir brauchen diesen Lauf. Das heißt, wir brauchen heute so einen richtigen Schlag. So einen 3-0, 4-0, zack, so einen richtigen Lauf, um da wieder was reinzukriegen. Auch wenn Schalke gewinnt und Platz 15 eh weg ist, aber wir dürfen da auch nicht wieder mit gefühlt 8 Niederlagen am Stück der Relegation reinlaufen, dann verlieren wir das da auch. Was auch immer da dann kommt, Paderborn, Union Berlin, bla bla bla, verlieren wir alles. Aber gut, dann mal, ja, hoffentlich kann man Spaß haben. Viel Spaß mit dem Vlog. Jungs aus Knacksdorf, auf geht's, Jungs aus Knacksdorf!
sind noch einmal zurück und wir haben tatsächlich gewonnen. Kurzspielzusammenfassung. Ja, erste Hälfte haben wir noch 3 Minuten. Müssen wir eigentlich schon in Rückstand geraten, aber weiß ich, was war es? Ich meine, es war Player, ist zu eigennützig und Zieler Heldenweltklasse. Überragende Situation. Das ist das dann das Quäntchen Matchglück, was du halt haben musst. Dann hatten wir natürlich auch, wir hatten auch echt ein paar gute Chancen. Vor allem dieses Castro-Ding, wo er halt irgendwie den Ball überhaupt nicht trifft. Stimmung war echt komisch, weil halt wirklich, es hieß ja, ihr müsstet diese Kurve zurückgewinnen. Und das heißt, es kam wirklich nur bei jeder quasi Offensivaktion, die wirklich was gebracht hat, dann kam Stimmung. Sonst war tote Hose. Aber ist richtig so. Richtige Reaktion von der Kanter Kurve. Zweite Hälfte. Dodis allgemein gutes Spiel gemacht. Setzt sich dadurch hier Bale gegen Bartra-Style beim Barca gegen Madrid-Spiel. Wer sich daran noch erinnern kann, im Pokalfinale war es, glaube ich, damals in Spanien. Zieht an dem vorbei und schießt an einem Pfosten. Unfassbar. Auch diese Bilder, wie dann die Bank schon eigentlich aufgesprungen ist zum Torjubel und auf dem Platz schon gerutscht ist und so weiter. Richtig kranker Scheiß. Dann hat er eine ähnliche Situation und Gladbacher verkackt. Er setzt sich durch und dann macht er das 1-0. Richtig geil. Geht genau das ist es, was es braucht. Geht in diese Kurve rein. Macht das 1-0, rastet aus, alle feiern und gehen in diese Kurve rein. Diese Kurve zurückgewinnen. Dieses Vertrauen und die Zustimmung der Fans zurückgewinnen. Das ist jetzt wichtig. Genau, und danach hat man, ja, großartig viel Chancen. Gab es danach, glaube ich, gar nicht mehr. Gladbach hat ein bisschen angerannt. Da hat es mir am Ende, ja, ein bisschen missfallen, dass sie quasi wieder fast nach dem 1-1 gebettelt haben. Ist aber zum Glück nicht mehr gefallen. Dann sind alle Dämme gebrochen. Wir haben wieder gewonnen. Unfassbar. Wichtig. Leute lagen auf dem Boden. Wie sonst was. Die Trainer sind ausgerastet. Stadion ging ab. Richtig unfassbare Scheiße. Dann kommen wir zum Fazit der Mannschaft. Und man muss sagen, wir haben wieder eine Mannschaft gesehen, die lebt. Ein Verein. Das habe ich zu der Zeit gesagt, auch schon gesagt, wo Weitze recht gut lief. So Hoffenheim 1-1, so, dass der Verein lebt. Die ganze Bank geht mit. Der Kral, der Trainer, tralala. Das war heute wieder der Fall. Komplette Bank ist mitgegangen. Der Willig ist abgegangen wie Schmitz Katze am Spielfeldrand. Mannschaft hat gelebt. Es war ja zu erwarten, dass diese Spieler wahrscheinlich einfach nur einen auf Vollspaß gemacht haben und einen Weitze einfach rauskicken wollten. Und eigentlich können sie ja kicken und Kampf zeigen, haben sie euch gezeigt. Gute Mannschaftsleistung. Sie haben, das haben wir auch gesehen. Bestes Beispiel, Rückwärtsbewegung. Unter Weinzierl war maximal 2 Verteidiger am Kämpfen und Kabak alles alleine machen müssen. Heute wirklich alle greifen miteinander an, aber alle verteidigen auch. Das war komplett mannschaftsdienlicher Fußball, jeder für jeden. Sie haben das umgesetzt, was der Willig auf der PK angekündigt hat. Das macht schon mal sehr viel Hoffnung, finde ich. Bester Spieler, würde ich sagen. Ja, Zieler war extrem stark und Donis hat natürlich die Kiste gemacht, hat aber auch sonst richtig gute Akzente gesetzt. Ja, die beiden würde ich jetzt mal nennen. Ja, Tabelle ist jetzt halt schade, dass Schalke natürlich uns verrecken bei Dortmund gewinnen musste. Die haben aber einfach das Revier da wie mehr angenommen als Dortmund. Fertig aus. Haben sie das Spiel auch verdient gewonnen mit 4-2. So haben wir jetzt halt denselben Abstand mit den 6 Punkten plus Torverhältnis eingerechnet eigentlich 7 Punkten. Das heißt, ihre Platz 15 ist immer noch sehr unrealistisch. Da muss man wirklich quasi, muss Schalke die nächsten 3 Spiele verlieren. Und wir müssen alle 3 Spiele gewinnen. Dann ist noch was drin Richtung Platz 15, aber es wird sehr interessant. Ich meine, nächste Woche können wir in Berlin gut was holen. Zu Hause Wolfsburg ist auch nicht machbar. Und Schalke auswärts auch nicht. Also unsere Spiele sind alle, muss man alle nicht mehr verlieren. Schalke hat halt noch nächste Woche zu Hause Augsburg. Man weiß nicht, wie es bei denen abläuft, ob es jetzt so ein Wunder war, dass sie jetzt da 4-2 gewonnen haben in Dortmund, dass da nichts von hängen bleibt oder ob sie einfach wirklich jetzt den Schwung mitnehmen und dann Augsburg auch zu Hause besiegen. Was sie dann haben, weiß ich gar nicht. Dann haben sie halt uns zu Hause. Aber ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich Platz 16 sein am Ende der Saison. Aber wenn wir so weiterkicken, macht das erstmal sehr viel Hoffnung, weil wir haben hier eigentlich einen relativ, wirklich, ich muss sagen, verdienten Sieg eingefahren. Wir wollten es einfach mehr. Fertig aus. Hat man gesehen. Aber, wie gesagt, und das macht auf jeden Fall Hoffnung, ist nicht unbedingt auf Platz 15. Das sind ein bisschen weit entfernte Hoffnungen. Aber auf jeden Fall mit dem guten Gefühl in Relegation zu gehen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn sie jetzt 6 Spiele am Stück verlieren und dann in Relegation gehen. Wo sich jetzt dann vermutlich Hamburg, Heidenheim, Paderborn und Union Berlin drum streiten werden. Alles nicht einfach. Und damit danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.